einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sehen wir uns, nicht den Chat an, sondern den neuen Fortnite-Shop. Der aktualisiert sich in 2, 1 und... Okay, hier ist die rechte Seite. Die normalen Deadpool-Sachen sind wieder drin und die neuen Deadpool-Sachen. Was ist das denn? Erntewerkzeug? Wie hält man das in der Hand? PSI-Flügler. Okay, ich habe von dem ganzen Deadpool-Zeug keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Deadpool-Film geguckt. Aber okay, hier hat man das Ganze als 2500 V-Bucks-Bundle. Was ist das denn für eine geile Hacke? X-Force-Set. Okay, und hier sind... das Schwert ist aber nice. Boah, wie fett ist dieser Umhang bitte? Und der Skin, den spielt, ich sag's euch Leute, sowas von. In einer oder in ein, zwei Wochen oder in drei Wochen, da spielt niemand mehr diesen Skin, weil der so unglaublich fett ist. Ich sag's euch, ich wette darauf. Ey, aber schon gutes hier... Rabatt könnt ihr euch da holen. Die neuen Deadpool-Aufgaben sollten jetzt auch freigeschalten sein. Wir können einfach mal hier in den Computer schauen. So, wenn es sich wieder Probleme wie letzte Woche gab. Okay, ich würde sagen, wir tun das Ganze einfach mal neu laden. Okay, das Ganze hat sich aktualisiert. Wir sind jetzt hier unter Wasser, weil Deadpool hier sonst was nicht repariert hat. Sind die Challenges da? Sie sind da. Finde Deadpool Shorts. Okay, ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal so. Mein erster Verdachtsraum. Warum ist das hier rot? Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen mal in Midas Raum. Da sind sie. Midas, was machst du denn mit der Unterwäsche von Deadpool? Also, das geht doch nicht. So. Der Arme hat hier keine Unterwäsche und muss hier salutiere vor Deadpools Hose. WTF, Moment mal, ich muss kurz gucken, was damit gemeint ist. Ganz einfache Challenge, ihr müsst einfach bei irgendeiner Deadpool-Hose landen, zum Beispiel hier unten, die ist gerade, da ist hier einfach gerade niemand. Ihr müsst hier einfach nur landen und dann könnt ihr mit dem Interaktionsmenü salutieren. Und schon haben wir die Deadpool-Variante oder die zweite Grau-Weiß-Variante. Halt freigeschalten. Dazu müssen wir natürlich wieder aus dem Match rausgehen. Und da ist die neue Variante auch freigeschalten. Wie gefällt euch die Variante? Ich finde es jetzt nicht so mega krass. X-Force, ich habe keine Ahnung vom ganzen Deadpool-Zeug. Ihr habt da wahrscheinlich mehr Ahnung von als ich. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und wenn ihr euch irgendwas aus dem Deadpool-Shop kauft, dann könnt ihr gerne irgendeinen Creator-Code eintragen. Wenn ihr mal eintragen wollt, dann wäre ich euch sehr dankbar. Der Teddy war ja genau wie der Kanal heißt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Und wir sehen uns am Montag um 15 Uhr in aller Frische wieder. Und ciao, Leute.